Guten Morgen, meine Lieben. Viele Grüße aus Griechenland. Ich bin hier in Pefkochori unterwegs, auf der Halbinsel Chalkidiki. Und der Teil der Insel, auf dem wir uns bewegen, ist Kassandra, der linke Zacken des Dreizacks. Ja, und wir schauen heute mal, was hier so zu entdecken gibt. Und ich bin gespannt, wie die Aufnahmen so werden. Bis denn. Tschüss, tschüss. Bei morgendlichen 22 Grad geht es erstmal ein bisschen berghoch rein ins Landesinnere und dann schauen wir, wie es da oben so aussieht. Die Straßen und Wege sind hier für Autos recht gut ausgebaut. Hier und da muss man mit dem Reisebus gucken, ob man da noch durchkommt. Gestern haben wir tatsächlich beim Regen festgestellt, dass das Regenwasser nicht ganz so gut abfließen kann. Dementsprechend müsste man da schauen, ein bisschen um die Pfützen drumherum zu hüpfen. Hier sieht man die Olivenbäume auf einer kleinen Plantage. Eng sogar noch welche dran. Die Natur ist hier echt schön. Das Einzige, was stört, ist, dass ab und zu wirklich eine ganze Menge Müll rumliegt. Möbel, Bauschutt und alles Mögliche. Ja, es geht hier die ganze Zeit recht monoton steil bergauf. Ich hoffe mal, dass sich die Aussicht lohnt, wenn wir da sind. Bis denn. Langsam wird es Mittagszeit und auch die Sonne wird stärker, es wird wärmer, aber herrliches Wetter. So, ich laufe jetzt dann doch lieber einen kleinen Umweg. In dem Dorf gab es einen sehr großen, kläffenden, freilaufenden, rumherrennenden Hund. Und naja, dem gehe ich lieber aus dem Weg. Ab ins Wildschweingebiet. Und hier sehen wir die große Pinie. Und es geht ein wenig bergab mit Blick aufs Meer. Und wir steigen hier langsam wieder hinab an die Küste in das Örtchen Lutra.
jetzt in Lutra angekommen und werde mich dann bald auf den Rückweg machen. Auf dem Rückweg werde ich nicht ganz so viel filmen, aber wenn es was Spannendes gibt, nehme ich meine Kamera nochmal für euch raus. Dann bis denn erstmal. Tschüss. Und zurück geht's durch den Regen. Die Schuhe sehen ein bisschen mitgenommen aus. Jetzt aber. Ciao, ciao.